Glutathion und Vitamin D haben eine viel engere Bindung noch als Vitamin K2 und Magnesium zu Vitamin D. Das zeige ich euch gleich. Doch zunächst solltet ihr verstehen, was Glutathion überhaupt ist und was es bei uns im Körper alles steuert, wie kaum etwas anderes eigentlich. Es gibt mittlerweile 139.000 peer-reviewte Artikel, das heißt von unabhängigen fachspezifischen Wissenschaftlern, ja, zu Glutathion und dessen Wirkung. Das Wichtigste ist sicher die zelluläre Antwort, genau genommen der zelluläre Schutz als Antioxidanz. Die Wissenschaft zeigt, ist der Glutathionspiegel insuffizient, kommt es zu irreversiblen Schäden der Zelle. Im Umkehrschluss kann man sagen, es entsteht eine Divergenz. Je weniger Glutathion, desto mehr irreversible Schäden sind zu vermerken. Das Problem jedes Unterfangen ist, dass die Zellen ihre Funktion dabei verlieren und Nekrosen entstehen, die zu weiteren Entzündungen führen. Im schlimmsten Fall führen sie zu Organversagen und dementsprechend auch später zum Tod. Resultierend daraus spielt Glutathion eine entscheidende Rolle bei der Zellteilung und Zellerhaltung sowie dem programmierten Zelltod, in dem Fragmente recycelt werden können. Dieser steht in direkter Konkurrenz zur Nekrose, dem nicht programmierten Zelltod, der dementsprechend zu Entzündungen führt. Eine Apoptose ist generell gewollt, um Recycle-Material dementsprechend zu generieren, eine Nekrose nicht und mündet immer in Entzündungen. Eine Disbalance in der Konzentration begünstigt folglich Krebs, Alterungen, Vernarbungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunfunktionsverluste, Entzündungen sowie neurodegenerative Erkrankungen. Wie wir wissen, ist Vitamin D von fast ähnlicher Bedeutung für unseren Organismus. Doch das Problem ist folglich: Damit Vitamin D wirken kann und transportiert werden kann, benötigt es nicht nur Magnesium, sondern auch noch viel wichtiger Glutathion. Oft leben Menschen, die sich nicht optimal fühlen, Vitamin D und erhöhen dementsprechend auch scheinbar ihren Spiegel. Doch die wirkliche Verbesserung bleibt dementsprechend aus. Ihr Glutathionspiegel scheint immer noch zu tief sein, damit Vitamin D voll wirken kann. Daher ist es wichtig, immer zum Vitamin D seinen Glutathionspiegel, genau genommen das reduzierte Glutathion und das oxidierte Glutathion und das totale Glutathion, zu messen, um zu wissen, wirkt mein Vitamin D überhaupt. Ihr könnt es auch einfach testen, indem ihr es einfach mal supplementiert und schaut, ob sich bei euch etwas verändert. Nicht umsonst war es letztes Jahr das meistverkaufte Produkt bei uns im Shop und das signalisiert hier ganz klar, dass Glutathion unser stärkstes Pferd im Stall ist. Doch achtet darauf, dass herkömmliches Glutathion nicht aufgenommen werden kann, sondern nur liposomales. Das zeigen wir auch hier in einer selbst durchgeführten Studie mit Menschen, haben wir es evaluiert, dass das Normale nicht wirklich ankommt, da es im Magen zersetzt wird. Ich verlinke euch meins mal unten. So, jetzt gibt es das Zufallprinzip bei dem Gewinner. Ja, damit ihr seht, dass wir auch wirklich machen. Also hier seht ihr jetzt die ganzen Bestellnummern drin, ja. So, und jetzt machen wir eine Nummer ziehen, einen Namen ziehen beziehungsweise, und das ist die Bestellnummer. Aber weiter zum Thema in der Studie. Dort heißt es wie folgt: Glutathion stimuliert Gene zur Regulierung von Vitamin D und des Glukosestoffwechsels, senkt oxidativen Stress und Entzündungen und erhöht den 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel im Blut. Ein neuer Ansatz zur Behandlung von 25-Hydroxy-Vitamin-D-Mangel. Eine Supplementierung mit einer Kombination aus Vitamin D und Cystein oder einer GSH-Vorstufe, quasi eine Glutathion-Vorstufe, ist das quasi Cystein, vorteilhafter als eine Supplementierung mit Vitamin D alleine und trägt zu einer erfolgreichen Vitamin D-Supplementierung bei. Ich möchte dies veranschaulichen, zuerst an Tieren, dann später mit Menschen. Zunächst sah man eine Korrelation zwischen Mäusen, die viel Fett aßen. Diese hatten tendenziell niedrigere Glutathionspiegel und Vitamin D-Spiegel sowie Vitamin D-bindende Proteine. Und das statistisch signifikant. Interessant war jetzt zu sehen, dass diese Mäuse, wenn sie Vitamin D und Glutathion bekamen, einen noch höheren Vitamin D-Spiegel erlangten als bei der Sologabe von Vitamin D. Und dies wird verifiziert in der Abbildung A, denn das Glutathion war das, was unterschiedlich war. Denn es stieg statistisch signifikant, also muss es das Glutathion gewesen sein, was hier den Unterschied gemacht hat. Das gleiche gilt ebenfalls für das Vitamin D bindende Protein. Und ebenfalls der HOMA-Wert und der Glukosewert, also beide Zuckerwerte, Langzeit und die Insulinsensitivität, waren nur in der Glutathion- und Vitamin D3-Gruppe zusammen statistisch signifikant gesunken. Was ich euch ebenfalls zeigen möchte, dass die Gabe von Cystein, dem Vorläufer von Glutathion, hier zu sehen, diese Macht nicht zugesprochen war, wie es das Glutathion kann.
Was wir aber sehen, schauen wir uns einmal hier die Genaktivierungsebene quasi an, dann sehen wir, dass der Vorläufer des Luteinsatzes L-Cystein gleich viele Vitamin D-abhängige Gene aktiviert hat, wie das Vitamin D es selbst tut, nur in völliger Abwesenheit von Vitamin D. Das ist wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich. Und natürlich hier wird das Chefantioxidans Glutathion dann mit Vitamin D zusammen die stärkste Wirkung entfalten, sehen wir auch hier in der Abbildung. Eine Parallele wurde exakt zum Menschen geschlagen. Wir sehen, dass je mehr Übergewicht die Jugendlichen hatten, desto niedriger war der Glutathionspiegel und dementsprechend auch der Vitamin D-Spiegel. Wir sehen auch gleichzeitig in G, je mehr Glutathion diese hatten, desto höher waren die Vitamin D-Spiegel der Identitäten. Es gibt auch eine weitere Menschenstudie mit Diabetikern, wo es heißt wie folgt: Die berichteten Beobachtungen deuten darauf hin, dass ein Vitamin D-Mangel mit dem Glutathion- bzw. Cystein-Status zusammenhängen könnte und führen zu der neuen Hypothese, dass eine Supplementierung mit Cystein in Kombination mit Vitamin D wirksam zur Erhöhung des Vitamin D-Spiegels und zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten bei Antioxidantienmangel beiträgt. Wir sehen auch hier mit 51 quasi Messungen in C und E, je höher der Glutathionspiegel, desto höher das Vitamin D und desto höher das Vitamin D bindende Protein. Wir sehen auch hier, wenn man B und C vergleicht, reden wir von Faktor ca. 5 Glutathione höhere Wirksamkeit zu Cystein. 500 bei Cystein gegen 100 Mikromol bei dem Glutathion. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Glutathion dies nicht ohne Grund macht. Es erhöht nicht einfach so das Vitamin D. Denn es braucht das Vitamin D, um die Enzyme, die das Glutathion verarbeitet und erst zu einer Antioxidanz macht, wie zum Beispiel Glutathionperoxidase, erst aktiviert. Das sehen wir hier. Je höher der Vitamin D3-Spiegel, desto höher das Enzym Glutathionperoxidase, welches radikalische Moleküle eliminiert, wie zum Beispiel Peroxide, die sie vom Superoxid zugeworfen bekommt. Auch eine weitere Pilotstudie zeigt den gleichen Trend hier grün, ja? Allein durch die Gabe nur des Vorboten des Glutathions schon, nicht mal das Glutathion selbst, steigt der Vitamin D-Spiegel schon. Ich möchte noch eine Anmerkung zur Dosierung machen. Mehr ist nicht immer mehr. Man sieht hier, dass 500 Milligramm liposomales Glutathion höhere Werte im Vollblut zeigte als 1000 Milligramm. Und nur ein kleiner Unterschied zu sehen war bei den roten Blutkörperchen und dessen Akkumulation von Glutathion zu 500 zu 1000 Milligramm. Das Interessante war, es wurden diese dann randomisiert aufgeteilt in die Gruppe 500 und 1000 Milligramm liposomales Glutathion. Hier wurde der gleiche Trend beobachtet. 500 Milligramm pro Tag wirkten besser als 1000 Milligramm pro Tag liposomales Glutathion. Nicht nur im Vollblut, sondern auch in mononuklearen Zellen, also in Immunzellen, ja. Und auch der oxidative Stress gemessen durch 8-Isopostane war bei der 500 Milligramm Gruppe besser bekämpft und weniger oxidiertes Glutathion war zu finden, ja. Denn nur das reduzierte Glutathion ist ja das wirksame Glutathion mit dem antioxidativen Potenzial noch. Wichtig ist also zu vermerken, dass der Körper bei zu hohen Dosen gegenreguliert anscheinend und der Peak erst nach 2 Wochen kommt nach der Gabe. Viele erwarten, sie nehmen irgendetwas und hoffen, dass es sofort irgendwie sie komplett zu Hulk macht. Ja, das passiert nicht, denn wir sprechen hier von Nahrungsergänzungsmitteln und keinen Medikamenten. Ja, wichtig. Die Wirkung lässt mit der Zeit nach, was darauf schließt, es intervallmäßig zu nehmen. Wir haben es gut dosiert, meines Erachtens. Zusammenfassung. Anhand der Publikation habe ich allen Grund zur Annahme, dass der Vitamin D-Spiegel maßgeblich von dem Glutathionspiegel im Organismus bestimmt und reguliert wird. Alleine Glutathion ist in der Lage, Vitamin D-abhängige Gene zu aktivieren, ohne dass Vitamin D induziert wurde oder auch selbst bei einem Mangel. Cystein erhöhte den Glutathionspiegel und damit auch den Vitamin D-Spiegel, so wie das Vitamin D bindende Protein, welches das Vitamin D bewegungsfähig macht bei uns im Körper. Glutathion zeigt deutlich stärkere Eigenschaften als Cystein, ca. Faktor 5. Glutathion ist nur liposomal aufnehmbar, dass es ein Tripeptid ist und sonst in der Magensäure zersetzt werden würde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de, das ist meine einzige Einnahmequelle. Da findet ihr auch alle Produkte, von denen ich gerade geredet habe, mit der optimalen Aufnahmefähigkeit, liposomal natürlich. Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.